Event 11 Jahre Forge Vampires. Nun gibt es Forge of Empires bereits 11 Jahre und die wenigsten der heutigen Spieler haben erlebt, dass dieses Spiel einmal mit dem Spätmittelalter endete und alle anderen Zeitalter über die Jahre hinzugefügt wurden. Diese gewaltige Entwicklung möchte InnoGames mit uns feiern und hat ein ganz neues Event geschaffen. Aber vorher habe ich heute noch eine ganz andere Inspiration für alle FOE-Spieler. Möchtest du nach 11 Jahren FOE mal ein ganz anderes Spiel ausprobieren? Möchtest du einmal erleben, wie gut die Grafik eines modernen Spiels auf deinem Smartphone aussieht? Willst du fesselndes Gameplay und epische Schlachten? Dann empfehle ich dir unbedingt einmal Raid Shadow Legends auszuprobieren. Einiges hat Raid Shadow Legends mit Forge of Empires gemeinsam. Man kann sich ganz ohne Geldeinsatz entwickeln oder man bezahlt etwas Geld für die eigene Ungeduld. Ziel ist es, ein eigenes starkes Team aufzubauen. Dazu werden Champions aus Splittern geschaffen. In den Kampagnen sammeln diese Helden dann Erfahrung und werden mit immer besseren Artefakten ausgerüstet. In anderen Herausforderungen werden die Helden und ihre Ausrüstung ständig weiter verbessert. Tritt einem Clan bei und erreiche im Team noch bessere Belohnungen. Dabei kannst du beispielsweise jeden Tag mehrfach gegen einen Boss antreten und so deinen Teil zum Clan-Erfolg beitragen. Dafür gibt es dann ganz besondere Belohnungen. Doch in diesem Spiel zählt nicht allein, wer die beste Ausrüstung gesammelt hat. Entscheidend ist die Aufstellung des richtigen Teams, in dem sich die Helden mit ihren einzigartigen Fähigkeiten gegenseitig ergänzen. Geschwindigkeit ist oft der Schlüssel zum Erfolg, aber Heilkunst, Schadensreflexion oder Einfrieren der Gegner können weitere Chancen bieten, das gegnerische Team zu schlagen. Ziel ist es, sich gegen andere Spieler durchzusetzen und in der Königsklasse der Tech-Team-Arena zu bestehen. Das alles ist rasant, aufregend, intensiv und dramatisch. Das ist Raid Shadow Legends. Installiere Raid Shadow Legends und mit dem Link unter dem Video bekommst du sogar noch einige erste Vorteile im Spiel, die dir den Start ganz wesentlich erleichtern. Wir sehen uns in Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Kommen wir zurück zum Forge of Empires Jubiläums-Event. Hier geht es zunächst einmal darum, Energie zu sammeln. Bei Eventstart hast du 110 Energie und bekommst beim ersten Einloggen jedes Tages weitere 80 Energie hinzu. Dann gibt es 40 Hauptquests, die jeweils 90 Energie bringen und anschließend 21 tägliche Quests, die dann sogar jeweils 170 Energie liefern. Zusätzliche 20, 100 oder gar 500 Energie liefern gelegentlich die Ereignisse in und rund um die Stadt. Die gesammelte Energie nutzt du dann im neuen Minispiel, um über die Schaltfläche für jeweils 10 Energie einen zufälligen Edelstein zu erzeugen. Es gibt blaue, grüne und rote Edelsteine in 4 verschiedenen Größen. Es können grundsätzlich alle Arten von Edelsteinen erzeugt werden, aber kleine Edelsteine haben dabei eine wesentlich höhere Chance als größere Edelsteine. Ebenso haben rote Edelsteine eine höhere Chance bei der Erzeugung. Im Bild sehen wir am Rand des Spielfeldes bereits 32 Edelsteine hinter einer Glasscheibe, an die wir zunächst nicht rankommen. Wenn du mittels Energie einen Edelstein erzeugt hast, zu dem du einen in Farbe und Größe identischen Edelstein am Rand siehst, kannst du diese beiden identischen Edelsteine zusammenführen. Das vergrößert den Edelstein am Rand und legt ihn frei. Das heißt, er kann sodann genutzt werden, um weitere Edelsteine am Rand freizulegen, die dadurch auch wieder eine Nummer größer werden. Tipp: Es ist das Ziel, mit einem Minimum erzeugter Edelsteine alle Edelsteine am Rand freizulegen. Anders als generierte Edelsteine hat jeder Edelstein am Rand entweder den oberen oder den unteren Teil eines Schlüssels.
Tipp: Verschwende keine Energie in der Hoffnung, weitere Schlüsselteile zu erzeugen. Ganz wichtig ist es, Edelsteine so zu kombinieren, dass ein oberer und ein unterer Teil zusammengeführt werden und so einen kompletten Schlüssel ergeben. Tipp: Nur sich ergänzende Edelsteine kombinieren, um so komplette Schlüssel zu bekommen. Es müssen beim Kombinieren also Farbe und Größe passen und zusätzlich sollten sich Ober- und Unterteil des Schlüssels ergänzen. Schlüssel können für Edelsteine aller Größen hergestellt werden, aber je größer der Edelstein ist, desto mehr Schlüssel erhält man für die Freilegung. Man kann zwar auch zwei Edelsteine der Stufe 4 zusammenführen, was notwendig sein kann, um so Ober- und Unterteil eines Schlüssels zusammenzufügen. Das Ergebnis ist allerdings wiederum ein Edelstein der Größe 4. Mehr geht nicht. Tipp: Stufe 4 Edelsteine nur in unvermeidlichen Fällen zusammenführen. Jetzt kannst du den Edelstein mit dem vollständigen Schlüssel auf dem Feld in der Mitte ablegen, um so den Schlüssel zu bekommen. Tipp: Möglichst große Edelsteine einlösen. Man kann zwar das Spielfeld resetten, wenn noch Edelsteine am Rand liegen, aber für das Freilegen aller Edelsteine eines Spielfeldes gibt es eine zusätzliche Belohnung. Der erste Reset an einem Spieltag ist frei, alle weiteren kosten Energie. Tipp: Wenn schon Reset, dann nutze möglichst den einen kostenlosen Refresh täglich. Übrigens gehen bei einem Board Reset keine Schlüssel verloren. Bei diesem Event sind die täglichen Herausforderungen wieder sehr wichtig. Es hilft sehr, diese täglich abzuschließen. Dafür gibt es jeweils 9 Schlüssel, wobei die roten Schlüssel eine geringere Chance haben. Das gleicht die erhöhte Generierungsrate bei roten Edelsteinen aus. Diese fast 200 zusätzlichen Schlüssel sind dann nochmals ein gewaltiger Rückenwind im Minispiel. Tipp: Hole dir jeden Tag 9 Schlüssel aus den täglichen Herausforderungen. Außerdem bekommt man bei Eventstart bereits 2 Feuerschlüssel als Vorgabe. Mit den Schlüsseln können nun die Truhen am rechten Rand geöffnet werden. Jede Truhe enthält eine Belohnung aus einer aufgrund der Farbe zugeordneten Liste, darunter mit einer gewissen Chance auch den Tagespreis. Die erste an einem Tag geöffnete Truhe enthält die doppelte Belohnung. Das gilt auch für den Fall des Tagespreises. Außerdem wird der dadurch generierte Fortschritt verdoppelt. Tipp: Im Minispiel jeden Tag mindestens eine Kiste öffnen. Durch das Erzeugen und Kombinieren von Edelsteinen erhältst du jeweils einen Fortschrittspunkt. Durch das Öffnen von Truhen mit den erhaltenen Schlüsseln erhältst du bis zu 27 weiteren Fortschritt auf dem Weg zum jeweils nächsten großen Preis. Je besser die Truhe, desto mehr Fortschritt gibt es. 250 Fortschrittspunkte ergeben dann einen großen Preis. Der erste große Preis, ein +1-Kit, ist sofort bei Eventbeginn abholbereit. Jeder zweite große Preis ist ein Upgrade-Kit für den diesjährigen Hauptpreis, den Tower of Conjunction, auf Deutsch so viel wie Turm der Verbindung. Die Stufe 1-Version dieses neuen Gebäudes gibt es für den Abschluss der 6. Questaufgabe. 2 weitere Upgrades liefern dann die Meilensteine 40 und 61. Alle übrigen Upgrades müssen dann aus den großen Preisen kommen. Auf Stufe 10 bietet das Gebäude täglich Medaillen, Vorräte, Forgepunkte und Güter des aktuellen Zeitalters sowie permanent, zeitalterabhängig, 12-22% Angriffsbonus für die angreifende Armee. Das Gebäude kann nicht geplündert werden und benötigt keine Straßenanbindung. Mit einem speziellen goldenen Upgrade-Kit kann dann aus dem Level 10 Gebäude eines der 4 folgenden Gebäude nach Wahl gemacht werden. Das goldene Upgrade-Kit gibt es als 15. großen Preis, also bei 3750 Fortschritt, sowie als Liga-Belohnung ab Silber. Es ist eine der Auswahlmöglichkeiten des Tower of Conjunction Selection Kits.
Da das Event auf Beta seitens InnoGames extrem chaotisch verlief, vermag ich nicht zu beurteilen, ob das Erreichen des goldenen Upgrade-Kits für Spieler ohne Einsatz von Diamanten realistisch ist. Hoffen wir einfach das Beste. Mit diesem völlig neuen Event gibt es auch nach 11 Jahren immer noch frischen Wind in unserem Spiel. Da können wir uns alle richtig drauf freuen. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Nicht nur einmal ein Video sehen, sondern den Schritt weitergehen. Also lautet ein Beschluss, dass man abonnieren muss.